Hey, ich bin Hanna und in diesem Video töpfen wir zusammen auf der Drehscheibe. Wenn euch insgesamt Töpferanleitungen interessieren, wenn ihr selber töpfert oder euch für Keramik interessiert, dann folgt mir doch sehr gerne. Dieses Video wird mal wieder ein Video ohne schnelle Schnitte sein. Wir nehmen uns die Zeit zusammen, jeden Schritt beim Töpfern von einem Becher auf der Drehscheibe zu besprechen. Der erste Schritt beim Töpfern auf der Drehscheibe und beim Töpfern von einem Becher ist immer das Zentrieren. Für das Zentrieren drücke ich den Ton seitlich, sodass er sich nach oben hin verlagert. Das Ziel dabei ist, dass die gesamte Tonmasse komplett in der Mitte vom Drehscheibenkopf liegt und der Ton nicht mehr hin und her wabert. Wenn ihr eure Hände auf den Ton legt, während sich die Drehscheibe dreht und eure Hände sich nicht mehr bewegen, dann ist er gut zentriert. Das kann gerade am Anfang ziemlich herausfordernd sein. Ich sage euch aber, übt das Zentrieren. Es wird das Töpfern an der Drehscheibe für euch langfristig so viel einfacher machen, und ihr werdet so viel Freude haben, wenn ihr merkt, dass ihr ein gutes Gefühl für das Zentrieren habt. Falls ihr Interesse an einer Anleitung nur zum Thema Zentrieren habt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und ich kann da was für euch machen. Ist der Ton perfekt zentriert, nehme ich meinen Clay Opener. Mit dem Clay Opener kann man den Ton öffnen und gleichzeitig die perfekte Bodendicke setzen. Den Clay Opener habe ich zusammen mit meinem Partner Marc entwickelt. Er kommt mit drei Aufsätzen für eine Höhe von 5, 8 und 10 mm. Erhältlich ist der Clay Opener auch von hannamitherz.de. In dem Fall von den Bechern wähle ich immer eine Bodendicke zwischen 5 und 8 mm. Ist der Ton geöffnet, komprimiere ich immer nochmal den Rand mit einem Schwamm, bevor ich anfange, den Ton hochzuziehen. Das Hochziehen vom Ton ist eine ähnliche Kunst wie das Zentrieren. Um den Ton hochzuziehen, verhake ich meine beiden Hände ineinander. Meine Zeigefinger bilden dabei das Werkzeug zum Hochziehen. Sie sind wie kleine Haken geformt und sitzen von außen und innen am Ton. Der Zeigefinger meiner rechten Hand liegt außen und drückt den Ton nach innen. Gleichzeitig liegt der Zeigefinger meiner linken Hand innen vom Ton und übt von innen Druck nach außen. So ziehe ich den Ton nach oben, ohne tatsächlich zu ziehen. Der Ton verlagert sich vielmehr durch den Druck von beiden Seiten nach oben und meine Hände steuern diese Bewegung. Das Ganze wiederhole ich dann so oft, bis der Becher die gewünschte Höhe erreicht hat. Wichtig dabei ist, dass ihr langsam arbeitet. Das ist kein Wettbewerb, wir müssen nicht der oder die Schnellste sein. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht und guckt immer mal wieder, dass eure Hände feucht genug sind, dass ihr nicht zu viel Tonschlotze an den Fingern habt. Nehmt euch auch hier die Zeit dafür. Und bevor ich gleich meine Drehschiene Rib 1 ansetze, benutze ich ein Abdreheisen. Auch das Tool haben Marc und ich für das Töpfern auf der Drehscheibe optimiert. Mit dem Abdreheisen kann ich unten den Rand, also da, wo ich vielleicht beim Töpfern nicht ganz so viel Masse weggenommen habe, bevor ich die Drehschiene ansetze, wegnehmen. Den überflüssigen Ton entferne ich, das macht den Becher weniger klobig und das Arbeiten mit der Drehschiene viel einfacher. Jetzt setze ich meine Drehschiene an. Hier verwende ich die Rib 1. Auch die Rib 1 haben Marc und ich selber designt und für das Töpfern von Bechern und Vasen gestaltet. Um den Becher zu formen, setze ich die Rib 1 direkt an den Ton an. Die Rib 1 berührt auch den Boden und ich ziehe von innen den Ton gegen die Rib 1, nutzt mehrere Durchgänge und gibt dem Ton Zeit, sich in die neue Form zu bewegen. Und wenn ich das gemacht habe, mache ich gerne nochmal mit einer Silikonlippe, das ist eine besonders weiche, die Oberfläche schön glatt. Gerade wenn ich noch unsicher bin, ob ich die Keramik von außen glasiere, ist dieser Schritt super wichtig. So kann ich den Becher von außen auch gut unglasiert lassen. Und dann nehme ich mir auch schon den Becher mit der Holzplatte von der Drehscheibe. Und mein Becher ist fertig. Ich bin total gespannt. Gefällt er euch? Gefällt euch die Anleitung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Habt ihr Fragen? Ich freue mich drauf.